So. The boys are in good order, sir. Hier kommt man mit da hoch. Da sollen wir noch einen Truppen ausbilden ohne Ende. Noch 33 Leute. Hm? Da sollte man dann mal langsam in den Sturm übergehen. Passt. Wohl hier auch oder ein bisschen. Oh. Beim nächsten Mal verspreche ich blanke, nackte Wirtschaft. Bis zum Tode. Ich guck mal, was für eine Mission es sein wird, und dann entscheide ich auch, ob ich Arabisch spiele oder nicht. Eventuell europäische Wirtschaft oder Arabisch, es wird sich zeigen. Oder gemischt, oder wir setzen mal wieder mehr Araber ein, das können wir uns ja auch erlauben, wenn wir mehr Wirtschaft haben. Orders, sir. What are your orders, sir? Also, da wird jetzt wenigstens schön. Problem ist, wenn ich jetzt mit den Jägern reincharge, geht das vielleicht schief. Aber was ich mal machen kann, ist tatsächlich mal ein bisschen alles hier zerstören. Alles mal ordentlich kaputt machen, dass selbst wenn ich verliere, er so weit geschwächt ist, dass da gar nicht mehr so mega viel geht. Müsste quasi seine ganze Burg nochmal neu aufbauen. Na komm, mach kaputt. The boys are in good order, sir. Ready? The boys are in good order, sir. Doch, trotzdem ein bisschen. Na gut, es ist einer, der drauf schlägt. Darf man nicht vergessen. Sire. Rangers, we move. Ready, sir. Men at arms on the walls. What are your orders? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ziehen noch ein bisschen hinter dich her. We see them, sir. Rangers on das Problem route, ist, schon so ein Schwertkämpfer ist so ein Jäger trotzdem ziemlich weit überlegen. So, auch so ein arabischer. Rangers, look sharp. Rangers, look sharp. Vorteil von den Rangers ist halt einfach nur, sie machen trotzdem. Sie sind trotzdem im Nahkampf zu gebrauchen, im Gegensatz zu einem anderen Fernkämpfern. Rangers, we move. Was aber nicht heißt, dass sie stark sind. Also sie sind nicht ultra stark. Die sind besser als Landsknechte auf jeden Fall. Mit Streitkolbenkämpfern. Ja, ich glaube, sie sind auch besser als Streitkolbenkämpfer als in direkten Duell. Das dürfte auch noch gut hinhauen. Aber das war's dann. Soweit. Ready? Check those weapons! Kommen immer ein paar Leute dazu. Wir schießen einfach weiter kaputt. Die hat aber auch wirklich so viel Potenzial, mir auf den Sack zu gehen. Weapons needed, sire. Men at arms ready. Gut, die kommen jetzt wenigstens näher ran, dass sie sich kaputt schießen lassen. Schaut sie aus. Ihr dürft ruhig mal weiter kaputt machen. Das ist halt das Problem, wenn welche eigentlich Fernkämpfer sind. Dann reagieren die nicht so richtig drauf, wie es sein sollte. Na komm, den einen Armbrustschützen nehmen wir mal mit. Wir bräuchten halt irgendwas zum Finishen. Die Jäger, so richtig eignen tun sie sich trotzdem nicht. Ja, wir nehmen nochmal Man at Arms mit, klar. Aber im Grunde bräuchte ich jetzt einfach noch ein paar Truppen mehr. Ansonsten wird das so nichts. Ich würde mal sagen, alles, was ich ab jetzt reinschicke, werde ich mal drauf setzen, den Lord zu töten. Check those weapons. So, forward. Da hoch. Auch wirklich da hoch, genau. Draw daggers. Definitely, boys. So. Two
Nee, die kriegen die echt nicht. Na gut, die haben halt einen kleinen Reichweitenvorteil von da hinten. Kein Wunder, dass mir die Leute hier tot gehen. Geht mal ein bisschen weiter hinter. Die kriegen mich immer noch von dort. Das ist so gemein. Dann geht er vor. Passt schon. Ja, gut, dann gehen wir mal auf eine Spielgeschwindigkeit höher. Und gucken, dass das was wird. Das geht ja zumindest gut. Hier haben wir jetzt richtig gut was dazu bekommen. Komm, da gehen wir auch mal ein bisschen höher. So. Schicken wir mal ordentlich Truppen nach. Damit dürfte es dann, glaube ich, so langsam mal klappen. The Khan's troops are attacking. Oh Gott, da geht schon wieder los. Ich habe noch nicht mal repariert vom letzten Mal. You are the greatest lord. Hei, 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 hei. So, damit könnten wir es eigentlich schaffen. Komm, gehen wir nochmal auf normal zurück und gucken wir mal, wie es klappt. Ihr geht direkt hin und haut ihm die Schwerter ins Gesicht. Ihr seid so ein bisschen mein Backup. Ja, ihr bereitet es bitte. Hier können wir auch mal kurz wieder ein bisschen höher gehen. Vor wir steuern. Leute, das ist wie gesagt das Problem bei Fernkämpfern. Sag denen mal, dass sie den Typen im Nahkampf attackieren sollen. Gut, das wäre gar nicht mal so verkehrt, einfach zu sagen. Attack-Ground, ja, das ist der Pfeilhagel, das ist der Pfeilhagel. Ne, die müssen einfach so hoch zum Lord, anders geht's nicht. Und selbst da kämpfen die meines Erachtens irgendwie nicht so richtig gescheit, wie es mir vorkommt. Rangers, look sharp. What's the foot, sir? Bow's ready. Geht mal da rüber und schießt mal die irgendwie kaputt. Müsst ihr wohl treffen können. Nö, irgendwie nicht. Hier, der geht fast nicht runter. Das stimmt halt irgendwas nicht mit den Rangern. Die kämpfen auch nicht richtig hier im Nahkampf. Die Rangers sind irgendwie kaputt, wie ich finde, was den Nahkampf angeht. Kommt mal zurück, das ist ja ein unnützes Gemetzel hier. Er richtet ja gar nichts an. Da bringen ja die Landsknechte mehr. Das. Ja, wie machen wir es dann bei ihm? Wir kriegen die KI so nicht kaputt. Wir haben aber Schwerter, wir haben Rüstungen. Wir könnten Schwertkämpfer bauen. Ja, das war die logische Schlussfolgerung. Was zum Teufel geht jetzt schon wieder schief? So schnell waren die Kerzen leer. Ja, wir haben doch noch so viel. Nee, die Küche. Weil kein Arbeiter drin ist? Na, super. Besetzt mal das Zeug bitte. Rangers, look sharp. Ja, mit meinem Standard-Burgaufbau komme ich auf jeden Fall viel, viel besser klar als mit dem hier. Und mit der großen Wirtschaft natürlich auch. Aber es war jetzt einfach mal was zum Probieren. Kann ja nicht sagen, dass es hässlich ausschaut. Wenigstens das nicht. Das hat echt was von dem Herz fast. Das ist. Holen wir ein paar Schwertkämpfer vorbei. Haben wir auch ein bisschen länger nicht eingesetzt. Aber mit Jägern den Lord zu finishen, ist einfach so im Sinne von hingehen und kaputt schießen. Beim Nahkampf funktioniert das nicht so richtig. Jetzt machen die den tatsächlich so tot. Oh, dann machen wir Schwertkämpfer und Jäger. Ist auch eine Idee.
Warum können wir eigentlich sogar noch höher gehen? So. On your command, yes, to fame and glory. Die können wir eigentlich dann tatsächlich... Oh, ich merke gerade. Gar kein Holz. Boah. Meine Güte. Der ballert mich ja wieder zusammen hier. Lift those bows, you dogs. Komm, die geht mal hin und macht Ende mit denen. Aus Worts Ayur. Ayurs. Was? Soll das heißen, dein Leben für Ayur oder was? Da stehen nur Leute, die StarCraft kennen. Alle anderen, scheret euch hinfort. Check those weapons. Shoulder weapons. Weapons needed, sire. Our tools are ready. What are your orders, sire? Our pleasure, sire. Boah. Aber hier unten kann ich dann wenigstens hergehen und noch ein bisschen Eisen abbauen. Ich kann nochmal hergehen und wieder meine Bäckereien aufbauen. Die unschuldigen Kriegsopfer, die Bäckereien. Irgendwie hat das schon mal besser ausgeschaut. So? So war's. Okay. Vielleicht kann ich echt mal einen Marktplatz machen, dass das automatisch alles besser geht. Und wie schaut's aus? Auf jeden Fall besser. Und jetzt denkt dran. Denkt dran, die Schwertkämpfer halten mehr aus. Aber der Nahkampfschaden von Schwertkämpfern und Jägern ist identisch. Das Problem ist bloß, dass die Jäger es einfach nicht gebacken kriegen, auf die Idee zu kommen, ihr scheiß Schwert zu ziehen. Im Nahkampf. Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt gegen Ende gehen. Wir sitzen jetzt schon lang genug an dieser Mission. Haben wir uns jetzt lang genug gehandicapt? Ich würde sowieso sagen, wir haben uns lang genug gehandicapt. Bei der nächsten Mission geben wir einfach mal alles, was wir haben. Bei der letzten, wenn wir darauf angewiesen sind, wahrscheinlich sowieso auch. Zwischendrin mal gucken. Eigentlich reichen die Schwertkämpfer, die wir jetzt haben, aus. Wir bräuchten bloß mehr Jäger. A message from the Khan. Many horses died today. My heart is saddened. My heart is on fire. Ready, nein, hau ab. Weapons needed, sire? Ist mir scheißegal, welcher Feier dein Herz ready, ist. Sir. Sir, your faithful rangers. Ja, komm, ich hätte gerne ein paar Heiler. Mal bitte alles ein bisschen auffrischen. Men arms ready. Ein paar Erfrischungsstäbchen verteilen. So, da bleiben und heilen. Ready, sir. La tujadu mushkila. تم تحديد وجهتنا. Okay. Truppen, Truppen, Truppen. Was wir jetzt nun auch endlich mal machen können, ist hier Eisenminen zu besetzen. Eisen ist die beste Geldquelle sogar im Spiel. Und dann müssen wir auch keins mehr kaufen. Das ist ebenfalls ein Vorteil. Sir. Sire. So, dann mal wieder hoch. Er wird bestimmt nochmal angreifen. Hier müssen wir auch mal was machen. Und hier könnten wir am besten auch wieder Jäger gebrauchen.
weapons needed, sire? Raus, ich schicke noch ein paar Landsknechte dazu. Men at arms ready. Sir, yes, sir. My lord? Dann macht mal kaputt. Und sichert mir das ein bisschen. What's afoot, sir? The Khan's troops are attacking. Jetzt greift er. Ach du, ey, das ist immer Wahnsinn. Na gut, so mega viel ist es eigentlich gar nicht, aber wegen dieser lockeren Formation und weit aus, das schaut immer so übel aus. Vor allem auf der Karte. Aber jetzt kriegen sie gute Abreibung hier. So. Mal zurück. Weapons needed, sire. Geht's jetzt voran. Hier läuft es jetzt dann auch. Sehr schön. Sire. Sire. Soja. So. Stein ab 200 weg. Eisen ab 20 weg. Brot lasse ich mal komplett so, wie es ist. Ja, den Rest kann man eigentlich von Hösen super. Hat sich echt gelohnt, den Marktplatz zu bauen, dann wirklich. A message from the Khan. On, brave horses! Attack! You are the greatest lord! What's up? Men, to arms! Der Heiler ist aber auch mutig ohne Ende. Nicht nur, dass er sich ganz vorne an die Front stellt, er dreht den Rückgegnern sogar, die fast nur aus Bogenschützen bestehen, echt den Rücken zu. Das ist... Der ist hart im Leben, der Typ. Und da wird wieder geschossen. Hat aber geklappt soweit. Jetzt kommt dann gleich unser Gegenangriff. Der wird toll. Wird Zeit. Ich würde Zeit, es wird sagen. Hä? Hey, ich würde sagen, es wird Zeit. Waiting for orders for glory! Wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Oh, ja, ich glaube, das ist jetzt der Störtrupp von ihm. Der Typ, ne? At your service. Rangers kommt, heading out. Macht sie tot. Blöden Bogenschützen. Upstairs, my lord. March! Was ist denn im März? Orders, sir. Men, stimmt, der Lieblingsmonat. Das würden sie es nicht so betonen. Our pleasure, sir. Orders? Ein Al-Musabun? Check those weapons! What are your orders, sir? So. What's a foot, sir? Mach dann auch gleich orders mal das Belagerungscamp kaputt. At your service. To fame and glory! So viel kosten die Briten im Bogenschützen ja auch gar nicht. Das ist echt übel, dass die da einfach so... Ja, die können halt richtig gespammt werden. Noch mehr, viel mehr als im Einser. Im Einser waren sie ja viel, viel teurer. Aber gut, da waren sie auch stärker. Das darf man auch nicht vergessen. So. Machen wir auf die Weise. So, hatte ich nicht mal was gesagt von wegen Spaß wegen... We are almost out of food, sire. Ready? Oh, wir haben sogar noch ein paar Heiler da. Kommt ihr halt noch ein kleines bisschen, bis wir soweit sind. Nahrung geht immer noch runter, obwohl ich eigentlich schon reduziert habe. Die Ration. Gut, wir könnten natürlich noch eine weitere Oh, Holz. Baustelle Holz. A message from the Khan. My blood boils at such a waste of good horses. Aber dann Horses. Unglaublich. Heading out. Rangers, we move.
Heading out. So, nächstes. Let's move. Nächstes. Haben wir zumindest drei Spaßbecken dabei. Ist doch auch was Tolles. Our pleasure, sir. Ja, wir können sogar einen vierten mitnehmen. Set us a task. What's afoot, sir? Rangers, on your feet. Also, der ist da hinten, Leute. Genau. We will fight with courage. Okay, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal an. Im dritten Gang. Jetzt bin ich echt auf Cancel gegangen. Ran. Ihr mit dazu, in Linie. Line. Ready! Nein. Voll Choleriker. Nein, nein, nein. Set us a task. A message what? From the car. Hm. The spirit of the land have left us. To order, sire, to honor. Clown. Was? Vor wir klauen. Das ist gut. Gefällt mir. Ah, Crown bestimmt. Vor wir klauen. Ranger's ready, sir. Den Clown kämpfen wir sowieso am liebsten. Your Grace? Yes, sir. Engineer Detachment heading out. Men, to arms! So, durch da. Mach dem eine Ente. Ready! Ist in Ordnung, Leute. How says my lord? Auf da. A message from the house. So, und mal hoch. Come and fight me. One on one. If you're there. Immer mit eurem One on One. What are your orders? Knife only? Rangers on one on one, knife only. We will fight with courage. Hm. Our swords are yours. Where is the enemy? Oh, hoch mit euch, hoch mit euch, hoch mit euch. Ihr denkt unten mal. Ihr geht auch mit hoch. Ihr wollt ja doch nicht brennen. Wir wollen doch wohl hier nicht anbrennen. Nicht zu lange auf einer Seite im Feuer liegen, sonst brennt ihr noch an. Catapult ready, my lord. We are under attack. Ja, macht ihr den mal tot? Genau, ihr könnt mal da hochgehen und säubern. Und da geht er down. Also, ich muss sagen, die Mission haben wir so ewig in die Länge gezogen. Eigentlich so unnötig ewig in die Länge gezogen. Einfach. Ja. Aber gut, wir haben eine andere Burg gebaut. Ravens squawks. It is time to eat. Or so the wise ones say. Hat jetzt auch lang genug gedauert, die Mission. Aber gut, das war Mission. Hier, Dingens 2. Nee, ach Quatsch, 3. Mein Gott, ich bin echt schon verwirrt.